Ja, hallo Krefeld. Hallo Lukas. Vielen Dank für die Einladung. Erstmal im Namen des Freifunk Rheinland e.V. Ich bin der Lukas, von Oert, Lammler mit Nachnamen, komme aus Neuss. Das ist Martin aus Düsseldorf, über das Freifunk Rheinland hier, quasi als selbigen Vortragsmensch oder was auch immer, um euch mal die Freifunk-Idee so ein bisschen näher zu bringen, um uns euch überhaupt auch zu sagen, was wir denn da überhaupt zu machen, was das ist und wie das funktioniert. Das ist so die elementare Frage, was ist denn überhaupt Freifunk? Wilhelm, wenn du mal weitermachen könntest. Die Leitung stört ein bisschen, aber sei es drum. Freifunk zeichnen wir als ein sogenanntes Bürger-Datennetz. Es ist frei. Frei im Sinne von öffentlich. Ja. Es ist nicht kommerziell. Dahinter sind keinerlei kommerzielle Gedanken. Es ist im Besitz nicht einer Firma oder eines einzelnen Personen, sondern im Besitz derer Menschen, die das Netzwerk aufgebaut haben. Und das können so alle sein. Und es ist unzensiert, unreglementiert. Was in der heutigen Zeit leider, muss man auch sagen, keine Selbstverständlichkeit ist. Das Ganze basiert auf Funk, ja, deswegen Freifunk, auf dem WLAN-Standard. WLAN kennt ihr alle von zu Hause, habt so einen Router zu Hause und eine Funk dann, und dann könnt ihr euch schön mit dem Laptop dann verbinden. Ja, alles quasi über die Luft und nicht mehr mit Kabeln. Wie sieht die Situation in Deutschland aus? Freifunknetze gibt es meistens in kostenpflichtiger Form, die sind ja nicht mehr Freifunk, aber es findet eine Kommerzialisierung statt. Das heißt, T-Mobile und andere Anbieter stellen Geräte auf, machen Netzwerke in Städten, Restaurants, zum Teil bieten dieses WLAN an, ist aber natürlich kostenpflichtig. Man kennt es aus allen Hotels, muss man sich einloggen und kann dann per Kreditkarte sonst irgendwie dann bezahlen und muss ich vorher eine Guthabenkarte kaufen. Es kostet also Geld, will man dieses WLAN irgendwo draußen nutzen oder wenn man nicht gerade zu Hause ist. Das führt zu vielerlei Problemen, zusätzlich halt auch noch, weil es gibt halt noch wir haben da jetzt eine digitale Kluft hingeschrieben, sprich, viele, insbesondere ältere Menschen, haben irgendwie gar keinen Bezug zu der Technik und haben da Probleme halt auch damit, irgendwie quasi via WLAN, mit dieser WLAN-Technik irgendwie Zugang zum Internet zu finden, und dann geht es merklich vorbei. Und deswegen, wer hat sich eigentlich dieses Silver Surfer ausgedacht? Ich glaube, das verdanken wir Mark. Mark, okay, ja, er ist ein Werber, sei es drum. Und die haben halt Probleme mit, dann Zugang zu finden. Die andere große Gruppe, die oftmals außen vor steht, sind halt Menschen, die so sozial benachteiligt sind, meistens dann halt auch finanziell. Beispielsweise Arbeitslosengeld 2 Empfänger, aber nicht nur. Denke ich an einige alleinbeziehende Elternteile, die ich so kenne. Da überlegt man es sich 3 oder 4 oder 5 Mal, ob man 40, 50 Euro Fixkosten im Monat investiert, um diesen Internetanschluss zu Hause zu haben, und sich dann auch noch für 2 Jahre bindet. Also da wird der Groschen, wie heißt es immer so schön, 2-3 Mal umgedreht, ja, bis man so eine Entscheidung fällt. Und das führt dann halt zu der Tatsache, dass dann halt die Menschen in diesem Haushalt keinen Zugang zum Internet haben. Wenn sie keinen Zugang zum Internet haben, sind sie inzwischen, muss man auch sagen, gesellschaftlich ein bisschen abseits. Denn man findet, man kann sich im Internet informieren, klar, man kann sich seine Informationsquellen frei aussuchen. Man kann auf Jobsuche gehen übers Internet, man kann mit anderen Menschen kommunizieren. Viele Kinder bekommen schon in Grundschulalter die Hausaufgaben irgendwie auf, die sie dann mit Hilfe des Internets zu Hause die sie dann durch dem Internet zu Hause lösen müssen. Wenn es da jetzt in so einem Haushalt keinen Internetanschluss gibt, dann sind diese Kinder natürlich auch in der Schule außen vor. Und das ist jetzt kein großartig konzipierter Fall, sondern es ist tatsächlich so. Diese Leute gibt es in unserer Gesellschaft und zwar nicht allzu wenige.
Wir haben natürlich auch noch graue Flecken auf der Landkarte, sprich Bereiche in Deutschland, die absolut und überhaupt gar nicht mit Breitbandinternet versorgt sind, sondern wo die Leute tatsächlich noch mit dem Modems, kennt ihr die kleinen Kisten, die so einen Krach machen? Ja, man merkt, in eurer Kindheit Modems. Nee, es gibt tatsächlich heutzutage noch sogar im Rheinkreis Neuss, ich weiß gar nicht, wie es in Krefeld aussieht, aber einige Städtchen bzw. Gemeinden, die sind nicht mit Breitband versorgt. Ich bin vor 4 Jahren extra umgezogen innerhalb Krefelds, weil ich Vielen Dank, ja. Das ist auf jeden Fall so ein bisschen eine strukturelle Problematik in unserem Land, was halt diese Versorgung angeht. So viel dazu. Die Situation im Ausland, insbesondere auf dem Punkt der Zensur und Überwachung des Netzes. Ja, wir sehen hier eine Grafik mit in Schwarz den Ländern, wo das Internet ganz knallhart zensiert wird. Ja, zum Beispiel China. Man kennt sie, die große China Wall, also die große Firewall in China, wo halt wirklich echt krass gefiltert wird und die Leute nicht rauskommen, außer über Umwege. In vielen Staaten Nordafrikas und den arabischen Staaten ist es halt genauso. Das Internet wird in großen Teilen der Welt auch überwacht, mithilfe von zum Beispiel Filterlisten, wo bestimmte Seiten nicht mehr erreichbar sind. Ja. Stichwort Zensursula in Deutschland, ja, unsere damalige Familienministerin Ursula von der Leyen, die auch sowas Ähnliches mal vorhatte, solche Filterlisten einzuführen, die gibt es auch schon in Teilen der Welt. Das sind so halt so die Problematiken. Ja. Also man sieht, die Länder der Welt, in denen es freien Zugang grundsätzlich zum Internet gibt, sind nicht so viele, sind aber überraschenderweise viele afrikanische Staaten. Im Laufe der Zeit haben sich immer mehr Gruppen von Menschen zusammengeschlossen und haben gesagt, wir müssen irgendwie so ein bisschen gemeinschaftlich irgendwie so eine Netzwerkstruktur aufbauen, ein Gemeinschaftsnetzwerk, um irgendwie das was selber zu machen. Und all diese Menschen haben sich irgendwann, ich glaube 2002 mal zusammengetroffen in einer großen Konferenz in Berlin und haben so ein sogenanntes Eco-Peering Agreement irgendwie auferlegt. Das ist so der kleinste gemeinsame Nenner, wenn es darum geht, als Gemeinschaft ein Netzwerk aufzubauen, aufzustellen. Ja, das beinhaltet den freien Transit an Daten, sprich frei, dass es nicht kostenpflichtig ist, dass da keiner halt Geld dafür nimmt. Die offene Kommunikation offen in Form von, dass die Übertragungsstandard, die genutzt werden, die Technik, alle offen sind, also Open Source, dass man auch zugreifen kann, dass man das weiterentwickeln kann, ohne irgendwie irgendwelchen Patenten erlegen zu sein oder dass man dadurch benutzt wird. Die Leute waren sich auch schnell einig, dass sie, wenn sie solche Gemeinschaftsnetzwerke, Community-Netzwerke machen, dass sie da auch keine Garantie geben können und wollen, dass es funktioniert. Das war auch ein Bestandteil, weil wenn man erstmal eine Pflicht ist, dass man Leute davon abhängig macht, dann muss es funktionieren, dann kann das auch recht schnell ein Ende für ein solches Projekt bedeuten. Es gibt viele verschiedene Formen von Nutzungsbestimmungen für solche Projekte, die dann lokal, je nachdem, auch anders angepasst worden sind, gemacht worden sind. Deswegen auch diese lokalen Zusätze, weil die Lage ist in verschiedenen Ländern anders. Beziehungsweise auch sogar in verschiedenen Städten. Also das ist so, die einen machen das. Das bietet so ein bisschen kreativen Spielraum in der Auslegung des Ganzen. Das nur so zur Information, dass es da halt etwas gibt, was so der kleinste gemeinsame Nenner ist, dieser ganzen Bewegung, dieser Community. Immer weiter. Ziel des Freifunkprojektes ist halt ja, die Verbreitung, die Förderung freier Netzwerke. Gibt es schon Essen? Schieß mal, werde ich an. Zwei. Das Halbband. Klar, wir wollen also so ein Netzwerk
aufbauen und möglichst groß machen. Das ist auf jeden Fall ein Ziel. Ein anderes wichtiges Ziel ist aber auch tatsächlich, die Menschen aufzuklären über diese Technik, die sie da benutzen. Über Verschlüsselung aufzuklären, sie darauf zu sensibilisieren, dass sie ihre Daten nicht unverschlüsselt übermitteln in solchen Netzwerken, weil sie einfach von ihnen ausgelesen werden können oder mitgeschnitten werden können. Die Wissensvermittlung im Bereich der technischen Aspekte ist auch ganz wichtig. Alles, was wir machen, wird immer, oder wir geben uns immer Mühe, dass alles, was wir machen, dokumentiert wird. Das ist im Bereich der Hardware, also wenn es um solche Geräte geht, machen wir sowas. Aber auch im Bereich der Programmierung dieser Software, die auf diesen Geräten läuft. Das findet auch alles quasi öffentlich statt und wird dokumentiert, damit es nicht verloren geht, dieses Wissen, was hergestellt worden ist. Natürlich möchte man mit Hilfe dieser Projekte auch Menschen zusammenführen. Man möchte ihnen eine Möglichkeit geben, dass sie zusammen kommunizieren können, dass sie Informationen austauschen können. Und zwar nicht, dass sie dabei abhängig sind von irgendeinem gewerblichen Anbieter, einem Betreiber einer großen Infrastruktur, sondern irgendwie dann halt das Ganze als selbstgetragenes Projekt aufgesetzt worden ist. Wenn ich was vergessen habe, dann ergänze mich. Ne? Ich mache immer mal von deine Ege bei recht. Genau. Also es kommt so eine Hilfe an euch, wir wollten uns eigentlich ein bisschen mehr abwechseln. Dann hat uns das ein bisschen angeschlafen. Nach vorne. Die sozialen Aspekte im Freifunknetz, beziehungsweise um es mal ein bisschen intensiver anzugehen, wir können uns im Freifunknetz viele verschiedene interne Dienste anbieten. Die den Menschen in diesem Freifunknetz, wenn das sowas besteht, dann ermöglichen, zusammen halt miteinander zu reden. Ja, das könnte übers Mumble sein, die Piraten kennen das. Ja, das Mumble. Das könnte drin laufen. Klar, die Menschen können, wenn so ein Freifunknetz aufgebaut wird, ist halt per Textnachricht miteinander kommunizieren, sie können Daten austauschen untereinander. Indem das halt quasi auf in webbasierten Systemen läuft und sich dann quasi Texte gemeinschaftlich schreiben oder Daten austauschen. Mögliche Zielgruppen oder wir fixieren so ein bisschen soziale Einrichtungen, Kirchen, Rathäuser. Insbesondere Kirchen sind für uns Freifunker interessant, weil sie zum einen sozialen Gedanken verfolgen, zum anderen bieten sie eine sehr interessante bauliche Infrastruktur für uns, nämlich Kirchen haben ziemlich hohe Türme, die für Freifunker dann ziemlich interessant sind. Wieso, komme ich gleich noch dazu. Das sind so die Hauptargumente oder die Hauptgründe, worum es bei Freifunk geht. Und natürlich, man kann seinen Internetanschluss damit teilen. Das ist für viele Leute irgendwie so eines der Hauptelemente des Freifunkes, dieses Internet mit anderen zu teilen. Aber das ist nicht unbedingt, denn man kann abgeschottet vom Internet, nur in diesem Freifunknetzwerk, kann man sehr viele Dienste anbieten und den Menschen halt eben die Punkte da oben ermöglichen, ohne dass man sich im großen Internet befindet. So, kommen wir ein bisschen zu der Technik. Also eigentlich war das so ein Schema von so einem Häuschen. Ich könnte wieder Kontrast spielen, wenn du magst. Dann könnte man das eigentlich wieder sagen. Ja. Denkt euch im Hintergrund einfach zwei Häuser. Hier sind wir. Doch, das ist ein Großhaus. Ach da? Ja, ich sehe es. Ohne Brille auch. Okay, das ist die Familie. Da oben ist einfach. Ja, ich weiß, aber. Ist jetzt egal. Egal. Ja, jetzt. Wie es so geht. Das ist aber ganz schnell. Ja, toll, manchmal funktioniert es. Ja, einfach raus. Ein Haus. Das war's, das was Tolles. Ja, super. Ja, klar. Ein Haus. Ladies and Gentlemen, stell Ihnen vor, ein Haus. Was ist denn Kontakt? Jetzt habe ich den Mund voll. Ich muss mal konventionell, ne? Genau. Kaffee auch nicht mehr. Soll konventionell werden, richtig? Oder okay. Gibt es konventionelle auch? Das ist ungefähr so diese Situation, diese Lage, die jeder von euch wahrscheinlich zu Hause hat. Man hat ein Haus oder eine Wohnung.
Genau. Es gibt einen Internetanschluss, der kommt irgendwo in diesem Haus oder eine Wohnung aus der Wand raus. So. Da gibt es meistens einen Router, der irgendwie von seinem Anbieter da zur Verfügung gestellt worden ist, und daraus angeschlossen sind halt Computer. Ja, vielleicht hat dieser Router noch so eine Antenne dran. Ja, dann kann man da halt auch noch mit dem Laptop irgendwie auf dem Sofa sitzen und ganz ohne Kabel so ein bisschen rumsurfen und freut sich des Lebens. Also man kann mit dem Kabel mehrere Computer zusammenschließen oder über diese WLAN mit einigen Geräten dann rumsurfen. Und das habt ihr nicht nur in eurer Wohnung so, sondern der Nachbar in seiner Wohnung genauso. Und der andere Nachbar hat das auch genauso und der da oben und der da unten auch. Jeder für sich hat so ein Ding. Ja, das ist so die klassische Struktur in Deutschland. Gibt es aber noch andere Möglichkeiten, beziehungsweise sogenannte Ad-Hoc-Netzwerke. Das ist eigentlich nur eine Art, wie sich zwei Geräte, sei es zwei Laptops oder Laptop und ein Router, also immer nur zwei Geräte miteinander direkt verbinden. Ja. Damit kann ich quasi, wenn der Martin ein Router ist und ich bin ein Router, dann unterhalten wir uns nur zusammen. Keiner hat Internet. Ja, also nicht wie in diesem Hausnetzwerk, dass da jetzt irgendwie auch noch andere Computer angeschlossen sind, ein Laptop, sondern nur die zwei reden miteinander. Dieses Ad-Hoc-Netzwerk, das ist so die erste Art, die es gab von diesem WLAN, von dieser Übertragungstechnik. Früher konnte man nicht unendlich Geräte daran verbinden, so wie es jetzt ist mit so einem Router, sondern immer nur Gerät zu Gerät. Das war früher so. Dieses Ad-Hoc-Modell haben sich die Freifunker damals irgendwie haben das genommen und haben das ein bisschen weiterentwickelt, indem sie ein sogenanntes Mesh-Ad-Hoc-Netzwerk daraus gemacht haben. Also es konnten dann nicht nur sich zwei Geräte miteinander verbinden, sondern drei, vier, fünf oder sechs. Und alle waren in der Lage, miteinander zu reden. Kriegt mal weiter. Das sieht halt ungefähr so aus. Also zu veranschaulichen, diese gelben Punkte stellen die einzelnen Router dar. Ja, diese Kreise drumherum, das ist so der Empfangsbereich dieses Routers, also das, was der Router da so an Funksignalen aussendet. Wenn jetzt dieser Router hier, ja, hat, das ist ein Empfangsbereich, und dann stellt jemand hier einen zweiten Router auf, der auch so einen Empfangsbereich hat, und diese zwei Empfangsbereiche überschneiden sich, dann können die zwei miteinander Daten austauschen. Die schließen sich quasi zusammen, ja, und das Ganze ergibt eine Einheit. Und wenn ich jetzt das Ganze so weiterspiele und da noch einen Router hinstelle und da vielleicht auch noch zwei, dann sind alle miteinander vernetzt. Und wenn ich jetzt einfach mir vorstelle, ich hätte hier ein Haus, hier ein Dach, so und da auch ein Haus und habe hier ganz viele Router und das ist eine ganze Straße, dann sind all diese Router in der Lage, miteinander zu reden. Ja, und schließen sich zu einer großen Funkwolke zusammen. Und jetzt könnte ich, wenn ich jetzt, habt ihr vorhin gesehen, unter diesem Haus war eine Wolke, da stand Internet, wenn ich jetzt hier so eine Internetwolke hinmale und dieses Internet per Kabel mit diesem Router verbinde, dann hat dieser Router hier erstmal Internet. Ja, und alle, die in seinem Funkbereich sind, können auch in dieses Internet, können darauf zugreifen. Dadurch, dass der aber mit den anderen Routern kommuniziert, können die anderen Router quasi nehmen das Internet von dem einen, da ganz rechts, und geben das an die Leute in ihrem Empfangsbereich weiter. Und so ist es möglich, dass ich quasi mit einem Internetanschluss ein ganzes Haus oder gar eine ganze Straße versorge, ja, weil die Router miteinander vernetzt sind, ohne dass Kabel gelegt werden müssen. Und das ist so einer der Hauptideen hinter diesem Freifunk. Wie ist Freifunk entstanden? Das ist ganz interessant. Freifunk kommt tatsächlich aus Berlin und ist aus der Not heraus entstanden, wie so vieles Sinnvolle. Da gab es Stadtbezirke, die hatten Kupferkabel verlegt und darüber war es möglich, DSL anzubieten. Und es gab ganze Stadtbezirke, dort gab es Glasfaserkabel. Und DSL funktioniert nicht auf Glasfaser. Den Leuten schnelles Internet zu geben, war problematisch und sehr teuer.
Und deswegen hatten diese Menschen in einzelnen Stadtteilen Berlins kein schnelles Internet. Und 5 Straßen weiter gab es Menschen, die hatten schnelles Internet. Und jetzt haben sich diese Berliner Tüftler gedacht, Mist, wie kriegen wir irgendwie das Internet von 5 Blocks weiter zu uns? Und haben dann angefangen mit diesen Mesh-Netzwerken, mit diesen Routern, die miteinander reden, sich untereinander vernetzen und haben dieses Internet aus Bereichen, wo es schnell war, dahin gebracht, wo es kein Internet gab. So ist das Ganze gewachsen, hat sich weiterentwickelt. Das Ganze war also Freiburg genannt. Ja, und jeder konnte daran teilnehmen. Das sieht man jetzt ein bisschen schlecht, merke ich gerade. Ich kann nochmal die Farben. Bitte? Ja, aber ich habe nochmal den Farben. Ah, okay, Bild bearbeitet. Das sind nämlich 2 Bilder, 2 Satellitenbilder aus Düsseldorf. Und dort haben wir nämlich eine kleine. Ja, wenn man mich wieder zu heftig aufrufen. Ja, Muss ich ja ständig hin und her wechseln auch. Okay, ja, lass uns. Ich denke, da kommt kein Haus mehr, was sich irgendwo versteckt. Wir sehen hier ein Satellitenbild einer großen Kreuzung in Düsseldorf. War das schon Norden? Ja, ne, das ist schon Norden. Mitte Norden. Hat einer Laserpointer? Nein, nicht. Aber ich könnte, ist auch kein Problem. Ich habe eben schon geguckt, der ist nur verrot. Ich könnte theoretisch mit dem Mauszeiger hier zeigen, aber das ist dann auch schon alles. Wenn du mir sagst, wo du hin willst, kann ich das gleich tun. Da, wo Düsseldorf steht, das da oben, ja. Dieser Punkt, dieser rote Punkt, das ist der Internetanschluss. Den Internetanschluss stellt eine uns bekannte Goldschmiedemeisterin, die da ihre Werkstatt und das Atelier hat, zur Verfügung. Von da aus gibt es diesen Empfangsbereich, der da ist. Dort haben wir dann aufgestellt, letstes Jahr, da ist ein weiterer Punkt, das ist ein Router. Ja. Und unten auf der Kreuzung, hallo, was hier unten? Genau, hier da eins, da drüber etwas. Und dann haben wir hier die. Ja, genau. Und noch was weiter. Da haben wir hier genau. Und noch eins. Genau. So, das heißt, da oben, wo Düsseldorf ist, bei dieser Goldschmiedemeisterin, die hat einen Internetanschluss freigegeben und dieser Router sendet das quasi aus. Dann haben wir andere Router aufgestellt, die aber nicht am Internet angeschlossen waren, sondern einfach nur so ein Gerät genommen und einen Strom reingesteckt und dann diesen Laden aufgestellt, diesen Ladenlokal. Und dadurch, dass die sich halt untereinander vernetzen, ja, wie ich gerade eben erklärt habe, ist es halt möglich, dass ich diese komplette Kreuzung hier und da unten, das ist die Gaststätte oder das Restaurant Safrans in Düsseldorf, dass ich diese komplette Kreuzung, 2 Restaurants, Waschsalon, ein Nagelstudio und alle Menschen, die halt da auch wohnen, irgendwie tatsächlich einen Zugang zum Internet biete, aber ihnen auch diese Dienste anbieten kann innerhalb dieses Freifunknetzwerks. Mit noch einem Internetanschluss. Und da das nutzen momentan so circa 15 bis 20 Menschen täglich. Ja, nur auf dieser Kreuzung. Auch häufig Besucher der Gaststätte dort, die dann irgendwie dann da sind, ihr Handy auspacken und sehen, oh, top, ist ja Internet und sich da verbinden und das haben oder einmal Laptop da sitzen oder sonst irgendwie. Aber auch einige feste Nutzer gibt es da wahrscheinlich, beziehungsweise wissen wir, weil die sich dann auch mal dafür bedankt haben, dass das ist, ne? Warum diese E-Mail-Adresse geschrieben. Das war im Oktober 2010, das war so die allererste Infrastruktur, dann haben wir angefangen, so ein bisschen zu optimieren. Ein Standort ist auch weggefallen, weil da jemand weggezogen ist. Und im Februar 2011 sah das so aus, dass da halt hier diese Punkte sind zwar weggefallen, aber wir haben dann mit da noch etwas aufgestellt, und hier etwas bessere Antennen angebracht, dass die quasi bis da oben hinkommen, dass der Empfang besser ist und haben quasi das ganze Internet da auch noch schneller gemacht oder stabiler gemacht. Und das ist so ein bisschen das Freifunk-Vorzeigeprojekt der Düsseldorfer Freifunker. Das haben die dann auch so aufgebaut. Und wenn man sich so das anschaut, denkt man sich so, ja gut, was ist da 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6 Router, die zusammen halt miteinander irgendwie kommunizieren, das klingt ja okay. Die Berliner sind da etwas härter drauf, wenn man weiterklickt. Das
Jetzt musst du wieder mit dem Faden spielen. Sag doch, das ist scheiße. Beschwer dich nicht. Ja, dann schon. Wollen wir noch ein bisschen? Ja, willst du noch mehr zur Grünen haben? Also, was wir da schlecht lesen können, das ist nämlich die Berliner Segenskirche. Ich glaube, Friedrich am Kreuzberg ist. Kannst du hier aber auch nicht sauber lesen, kann ich so. Und klar, ne, habe ich gesagt, Kirche ist interessant, weil man kann da so Router anbringen und diese Router haben eine unglaublich hohe Reichweite mit ihrem WLAN. Denn das Interessante an der WLAN-Technik ist halt, ich kann, wenn sich zwei Router sehen, wenn die in Sichtweite zueinander sind, also wenn sie wirklich direkt sehen können, können die über mehrere Kilometer lang, ja, mit so einfachsten Antennenmitteln miteinander kommunizieren, miteinander funken. Sobald da aber auch nur eine Wand dazwischen kommt, und sei es irgendwie eine Pappwand, so eine Regenzugwand oder sonst irgendetwas, geht halt der Empfang rapide runter. Ja. Das heißt, wenn man auf so einer Kirche steht, ich weiß nicht, wer von euch schon mal auf einer Kirche stand, hat er mal in die, irgendwie dann entsprechend in die Umgebung geschaut, da sieht man auch viele, viele andere Kirchtürme. Und die kann man dann mittels einfacher Technik dann quasi auch quasi erreichen. Und wenn man es schafft, quasi auf die Kirchen in der Stadt draufzukommen, dann ist es möglich, halt ein stadtweit umfassendes Freifunknetzwerk aufzubauen mit einfachsten Mitteln. Und man sieht diese grünen Striche, die da weggehen von dieser Segenskirche, das sind alles Gegenstellen, die von dieser Kirche erreicht werden. Und die sind nicht in der unmittelbaren Nachbarschaft. Wenn du jetzt mal ein Bild weiter machst. Ne? Freifunk Berlin. Die Jungs sind also ein bisschen weiter. Man sieht, und das ist nicht alles, es gibt noch viel mehr. Unglaublich viele Punkte, die miteinander kommunizieren. Und mehrere tausend Benutzer täglich und das Ganze wird mit gar nicht so vielen Internetanschlüssen irgendwie versorgt. Und es ist unglaublich spannend, was da passiert, denn die Leute besteigen Dächer, bauen da irgendwie diese Router auf, ja, richten das auf neue Gegenstellen aus, auf die Kirchen, das ganze Ding wächst quasi wie so ein Gespinst über diese Stadt und so inoffiziell geschätzt sind ca. 10% der Berliner Stadtfläche mit Freifunk versorgt. Das ist schon halt echt eine Menge. Und spielen wir jetzt ein Stück, merkt ihr das? Jetzt habe ich meinen Anschluss verloren, ist auch egal. 10% Berlin. 10% Berlins und ganz wenig Internetanschlüsse, die irgendwie das Ganze speisen. Trotzdem können hunderte von Menschen darüber dann surfen und haben Zugang zum Internet, haben Zugang zu der freien Information, haben Zugang zu allen Angeboten im Internet und können das nutzen, unentgeltlich und sogar anonym. Okay, Marc, weiter. Ein bisschen Technik, ja, für die Leute, die mit Technik nichts am Hut haben, nicht erschrecken. Es wird nicht schlimmer. Diese Software oder dieses Betriebssystem, was auf diesen Geräten läuft, basiert auf OpenWRT. Der eine oder andere von euch kennt das. Es ist quasi ein kleines Linux-Derivat, ein kleines Linux-Betriebssystem, welches dann auf all diesen Routern quasi draufgespult werden kann und gibt diesem ein neues Betriebssystem. Das Routing, das bedeutet die Sprache, mit welcher diese Geräte untereinander oder miteinander sprechen. Also so wie Menschen uns auf Deutsch unterhalten hier, sprechen die Router auch eine Sprache, nämlich OLSR beziehungsweise jetzt yes, Batman. Das ist auch eine Sprache, die sie sprechen und da entwickeln wir momentan auch was. Es gibt noch ein Interface, das basiert auf Lucy, wobei wir das auch wieder wegmachen. Die Tunnel zwischen den Geräten oder ins Internet basieren auf OpenVPN bzw. N2N VPN-Technik. Sagt ihr wahrscheinlich was? Nur nein, sagt das was. Okay, so viel zum Thema Technik. Das wollte ich jetzt nicht irgendwie großartig weiter ausbreiten, weil es ist nicht Sinn und Zweck der Sache, jetzt hier auf diesen technischen Details rumzureiten, sondern ich würde einfach ein bisschen was über Freifunk erzählen. Einmal weiter. Rechtliches zu Freifunk, da wollte der Martin so ein bisschen was machen.
Ja, nachdem wir schon so grob gehört haben, warum wir das machen und wie die Technik dahinter ist, in der ganz kurzen Variante, für die, die den technischen Aspekt nochmal detaillierter haben wollen, es findet Chaos Dorf in Düsseldorf ab Anfang des nächsten Jahres regelmäßig eine Arbeitstreffen statt, wo dann auch mal gezielt ein bisschen was an der Software gebastelt werden kann, nicht nur Antennenhürden, sondern auch gucken, welche Protokolle wir eventuell besser machen können, wo wir noch Bugs haben. Wer also sich im Bereich freier Software auskennt und Lust hat, dabei mitzuspielen, ist herzlich willkommen. Das nächste Treffen haben wir, glaube ich, gleich noch hinten auf der Folie stehen, wann das ist. So, zum Rechtlichen bei der ganzen Sache, weil das ist der Punkt, wo wir, ich würde sagen, 90% der Anfragen, die ich bekommen habe, auf irgendwelchen Stammtischen oder auf der Open Rhein-Ruhr oder bei Straßenfesten ist, ist ja alles ganz so schön, aber wie schaut das rechtlich für mich aus? Das ist irgendwie in Deutschland so das der dringendste Aspekt, den alle klären wollen. Mal abgesehen von den Berlinern, weil ich glaube, die Berliner haben es lange Zeit einfach, ja, wir machen das jetzt mal. Ist uns egal, das Rechtliche, wir machen das. Dabei ist erstmal wichtig zu beachten, ich kann im Netz und auch im Freifunknetz in erster Linie keine Personen ermitteln. Ich kann immer nur IPs ermitteln. Diese IPs gehören zu Computern oder vielleicht auch zu Handy, Smartphones, Tablets, whatever. Aber ich kann immer nur sagen, bis zu diesem Gerät. Ich kann niemals sagen, wer hinter dem Gerät sitzt. Das kann man eventuell, wenn ich jetzt einen Single-Haushalt habe, ist das Ganze noch recht leicht abzuschätzen. Aber auch da kann ich es nicht beweisen. Auch da kann es mal ein Bekannter gewesen sein, der für einen Tag da war. Das heißt, ich verfolge, der Staat kann es auch nur bis zu diesem Computer verfolgen. Maximal. Bei Freifunk nicht mal so weit. Denn, du hattest eben schön gezeigt, diese Wolke aus sehr vielen Rechnern, die vernetzt sind und die sich dann im Endeffekt einen Internetanschluss teilen. Für die Außenwelt sieht das damit auch so aus, als wäre alles dieser Internetanschluss. Das heißt, derjenige, der diesen Internetanschluss freigegeben hat, ist der erste Ansprechpartner für den Staat. Sollte es zu Problemen kommen. Deshalb habe ich das Ganze jetzt auch noch geteilt in zwei Sachen, einmal Strafrecht und einmal Zivilrecht. Strafrechtliche Sachen wäre jetzt zum Beispiel, jemand loggt sich über diesen Router ein, über Freifunk, und denkt sich, ja super, mache ich ein bisschen was, Hetzpropaganda in irgendwelchen Foren, rechtsradikal, antisemitisch, irgendwie sowas. Und zwar so hart, dass das Ganze auch ordentlich Interesse da ist vom Staat, das Ganze zu verfolgen. In diesem Fall gibt es strafrechtlich höchstwahrscheinlich, ich sage aber immer höchstwahrscheinlich, weil ich auch kein Anwalt bin und vor allen Dingen, weil es kaum Prozesse zu dem Thema gibt. Es gibt in Deutschland einfach noch sehr wenig Prozesse, die irgendetwas zum rechtlichen Status von Freifunk aussagen können. In so einem Fall, dass jetzt so ein Staatsanwalt dann das Ganze ermitteln lässt, kann es sein, dass er über den Provider noch die IP bekommt. Im Moment ist das, da die Vorratsdatenspeicherung kippt, ist auch nicht mehr ganz so wahrscheinlich, aber es könnte schnell wiederkommen. Dann ist das Erste, was Sie machen, ist, Sie fragen bei diesem Anschlussbesitzer nach. Solange Sie nur freundlich anfragen, ist eigentlich alles friedlich, weil dann sagt man, ja, ich betreibe einen Freifunkausgang. Nein, ich weiß nicht, wer das war. Nein, ich habe keine Logs, weil wir nichts mitloggen. Tut mir auch sehr leid, aber ich kann Ihnen da nicht weiterhelfen. Damit ist das Ganze strafrechtlich auch eigentlich schon zu Ende. Es gibt einige Gerichtsverfahren, wo versucht wurde, in solchen Fällen eine Störerhaftung durchzudrücken. Dass man sagt, ja, aber du hast das angeboten, damit hättest du dich darum kümmern müssen, dass sowas nicht passiert. Diese Fälle haben aber nur für den Fall gegolten, dass ich mein Netz einfach nur, oder die Prozesse, die es gab, dass ich mein Netz einfach ganz offen gelassen habe. Ich habe also einen Router ohne Passwort hingestellt. Wir gehen aber hin und sagen ja am Anfang, wenn man sich einloggt ins Internet, kommt so ein Hinweis, dies ist Freifunk. Wenn du das Ganze nutzt, akzeptierst du damit, dass du dir nichts Illegales machst, keine Musik runterlädst und dich nett benimmst und Bandbreite sparst. Akzeptieren. Und dadurch, dass man dieses akzeptiert, ist das eine Willensbekundung und das reicht laut einigen Prozessen und laut einigen Anwälten reicht das aus. Es ist noch nicht durchgeklagt worden, aber wir sind da eigentlich sehr guter Hoffnung, dass es dazu kein Problem kommt. Das Einzige, was es rechtlich geben kann, ist natürlich, dass der Staatsanwaltschaft nicht anfragt bei einem, was ist denn da los bei dir, sondern dass der morgens um 6 mit der Hausdurchsuchung vorbeikommt. Dabei wird man auch nichts weiteres finden, weil bei Freifunk nichts mitgelockt wird. Für einen selber heißt das aber, dass man den Stress hat,
Und wenn man natürlich dann zufällig gerade irgendwelche anderen Sachen in der Wohnung hat, irgendwelche größeren Datenbestände, die werden dann halt mitgefunden. Also das sollte einem klar sein, in dem Fall hat man Pech. Weil wir haben die Karte von Berlin gesehen. Bei den Berlinern ist das innerhalb von 5 Jahren noch nicht vorgekommen. Das ist die gute Nachricht. Also da betreiben, ich habe mal gehört, glaube ich, 100 Mann betreiben da etwa Netzzugänge. War mal so eine Zahl, die Karten. Oder hast du noch was anderes? Ich? Und da ist es halt innerhalb von 6 Jahren noch nicht so weit gekommen, dass ein Hausdurchsuchung war. Also es gab wohl mal so Fälle, dass die Staatsanwaltschaft angefragt hat. Das waren aber auch gleichzeitig Betreiber von Tor-Exit-Notes. Das heißt, die waren schon bekannt. Und die haben gesagt, ja, ich betreibe jetzt zum Tor-Exit-Note nach Freifunk. Das heißt für euch dasselbe, nämlich ich kann euch nichts sagen. Ah ja, gut, danke. Also in Berlin ist das inzwischen eingespielt und es gibt keine Probleme. Was anderes ist das Zivilrechtliche. Hierbei geht es darum, dass Musikanbieter XY ein Lied hat, das urheberrechtlich geschützt ist. Irgendwer anders macht einen Torrent daraus, stellt den ins Netz. Reverse of Napster. Genau, ja, oder heutzutage wird es wahrscheinlich eher über sowas aus der Ecke BitTorrent gehen. Dabei ist die Sache, dieser Musikanbieter könnte jetzt auf die Idee kommen zu sagen, ich habe deine IP, mir ist egal, wer das bei dir gemacht hat, ich möchte von dir die Unterlassungserklärung, dass das nicht wieder vorkommt. In dem Fall gibt es auch noch keine Urteile, aber es gibt wieder Urteile, die sich auf freies WLAN beziehen. Also darauf, dass jemand sein Netz komplett unverschlüsselt, einfach Router eingesteckt, kein Passwort, jeder konnte drauf. Da wurde gesagt, das darf man nicht, sondern der Nutzer muss, war die Formulierung, er muss Sicherungsmaßnahmen treffen, die dem Stand der Technik entsprechen. Es wurde aber auch gleichzeitig gesagt, dass Stand der Technik zum Beispiel noch WIP-Verschlüsselung heißt. Ja, genau. Weil, wenn man das nicht sagen würde, müssten nämlich alle Router in Deutschland ausgetauscht werden, die noch auf WIP arbeiten, und das ist eine ganze Menge. Marc ist in Düsseldorf mal spazieren gefahren und hat mal so mitgesnifft, was man denn so am Nachmittag mit seinem Smartphone an Routern sieht. Also er hat bei 5000 ungesicherten oder WIP-Verschlüsselten an einem Nachmittag aufgehört. Nur was man beim Fahren in der Straßenbahn so im Vorbeigehen einsammeln könnte. Das heißt also, wenn ich irgendeine Sicherungsvorkehrung treffe, bin ich auch da relativ sicher. Und da kommt ein Punkt, den wir hier in Deutschland machen, zumindest wir im Freifunk Rheinland, der sich mit dem Peer-to-Peer Agreement so ein bisschen beißt. Nämlich, wir sind böse, wir haben die Packet Inspection auf unseren Routern. Es wird jedes Paket, das durch den Router durchgeht, angeguckt. Und wenn das Paket so aussieht, als käme es von einer Torrent, als wäre es Teil eines Torrents, wird es verworfen. Das heißt, es wird nicht gesagt, dass der Torrent geblockt ist, sondern es wird einfach das Paket genommen. Also Musiktauschbörsen. Genau, so Musikspiegel, Software leider auch im Falle von Linux, wird auch viel drauf. Das können wir halt nicht, wir können halt nicht auseinanderhalten. Ist das jetzt ein Paket von einem legalen Torrent oder ein Paket von einem illegalen? Was passiert ist, diese Pakete werden nicht weitergeleitet. Das heißt, derjenige, der Torrents darüber machen möchte, kriegt einfach keine Antwort. Damit haben wir ja eine Sicherheitsmaßnahme ergriffen. Und unsere momentane Argumentation ist, wir haben was gemacht, lieber Staat oder lieber Musikfirma XY. Dass das eventuell von Leuten mit guten Computerkenntnissen umgangen werden kann und die dann verschlüsselte Torrents nutzen oder sowas ähnliches, ja, kann passieren. Ich glaube aber nicht, dass diese Leute, die sowas machen, tagelang durch die Stadt fahren und offene Wege suchen. Das sind meistens Leute, die auch selber Ahnung haben und die machen sich über den WIP-Verschlüsselten vom Nachbarn auf. Ist einfacher. Das ist auch generell was ich hier zum Rechtlichen sagen möchte. Es geistert immer so dieses Bild rum, dass es in Deutschland Horden von Leuten gibt, die schwarze Vans haben und die nichts Besseres zu tun haben, als durchs Wohngebiet zu fahren und über offene Wege ganz illegale Dinge zu tun. Wie gesagt, es ist in 4 Jahren in Berlin nichts passiert. Wir hätten inzwischen, glaube ich, einige auch richtig gerne mal einen Fall, den man ordentlich durch die Zanzen klären kann. Haben wir momentan noch nicht, deshalb
ist unsere Meinung dazu, dass man da momentan relativ sicher ist. Selbstanzeige. Wie geht das? Prinzipiell Selbstanzeige. Das könnte man jetzt. Ja, aber dafür brauchst du ja was Illegales. Richtig, das geht nur im Strafbereich, nicht im Zivilbereich. Das war eigentlich meiner, das ist das Lustige dabei. Also, wie gesagt, wenn jemand andere Fälle kennt, ist es auch für uns immer interessant, wenn es da irgendeine Rechtsprechung gibt. Wir haben bisher noch nichts gefunden, was so eindeutig sagt, dass das, was wir machen, illegal ist. Eine andere Sache ist noch, was hier, glaube ich, gerade angesprochen wurde, dass einige Internetdienstanbieter es nicht erlauben, laut Vertrag das Internet mit anderen zu teilen. Da ist der Punkt. Es gibt viele davon, sollten sie dann rausschmeißen, und das müssen sie auch erstmal nachweisen. Und da endet es auch wieder an dem Punkt, das Internet endet an dieser IP. Das heißt, sie können gar nicht sagen, ob ich das danach weiter verteile. Das ist ein Anbieter überhaupt nicht festzustellen, ob das jetzt andere Familienangehörige sind, die das benutzen, oder ob das jetzt jemand ist aus in dieser Freifunkwolke. Und man muss auch sagen, wir als Freifunker sind für die Provider absolut uninteressant. Die machen sich nicht die Mühe, weil wir sind einfach nur viel zu wenig und das Ganze ist viel zu klein, als dass die jetzt rechtlich dagegen vorgehen würden, weil wenn sie es machen würden, würden sie dem Freifunkprojekt Popularität verschaffen. Ja, und das wäre so ein Streisand-Effekt. Das machen sie halt nicht. Und es gibt sogar einige Provider, die finden Freifunk gut und unterstützen das quasi unter vorgehaltener Hand. Ähnlich war es ja auch beim Phon. Phonera hat ja die gleichen Problematiken, was ja auch eine weitergegebene Möglichkeit ist, wobei Phonera auch Gewinnabsichten hatte. Ja, ein kommerzielles Projekt. Richtig. Und selbst die wurden entweder toleriert oder teilweise sogar unterstützt. Es ist durchaus fraglich, ob dieser Passus in den AGBs überhaupt haltbar ist, weil ich zahle ja dafür, unbegrenzt Internet zu bekommen. Wenn ich das weiterverkaufe, ist eine andere Sache. Aber solange ich es nur jemandem zur Verfügung stelle, ist das ja nicht kommerziell und damit ist das nicht. Das ist ja eigentlich der Ursprungsgedanke vom Web. So eigentlich. Genau, durch das HTML ist das ja quasi durch die Software verbreitet worden, kostenlos. Wonach hat es dann ja auch ins kommerzielle Internet umgewandelt. Ich sag mal, der Ursprungsgedanke so, wann ändert sich das wieder oder wo bleibt man? Ich meine, das ist ja, wie gesagt, eigentlich vom Ursprung her der Ursprungsgedanke des Webs. Ne? Kostenlos, ja, freie Meinung. Und danach kam es dann ja halt. Es ist vor allem ein zweiter Befreiungsschritt. Der erste Schritt war halt, das Internet wird erstmal weltweit verteilt. Und jetzt geht es aber auch darum zu sagen, ich gehe weg davon, einzelne Gatekeeper zu haben, die entscheiden können, was für Informationen durch dieses Netz gehen. Das ist ja eine Sache, die bis vor anderthalb Jahren hätte jeder gesagt, wenn ich gesagt hätte, ja, es besteht die Gefahr, dass dein Land das Internet abschaltet. Dafür wäre man als ganz böser Verschwörungstheoretiker angeguckt worden. Ja. Und, ja, es gibt doch Länder, wo das so ist. Das ist der Punkt. Jetzt hat sich das gezeigt, wie schnell das in Tunesien, Syrien und so passiert ist und in Ägypten. Korea hat noch nie Internet gehabt. Genau. Nordkorea. Nordkorea. Kasachstan war auch dabei heute. Und dann wurde gesagt, Kasachstan ja, letzte Woche. Kasachstan war es, glaube ich, letzte Woche oder so jetzt auch. Es gibt immer wieder, oder dann wurde gesagt, ja, aber ja, das sind ja alles so Schurkenstaaten, in zivilisierten Ländern passiert das nie. Ja, aber bei uns doch. Dann haben sie in San Francisco in der U-Bahn mal eben sämtliche Masten abgeschaltet, weil sie Angst hatten, dass in dieser U-Bahn Anonymous irgendwas macht. Da wurde binnen 20 Minuten oder so, konnte man es polizeilich durchsetzen, dass die U-Bahn sämtliche Handymasten innerhalb der U-Bahn abschaltet. Aber auch hier hat man das zum Beispiel, denke ich, ans Wendland, also Gorleben, wo die Atomtransporte stattfinden, wo immer die großen Protestaktionen stattfinden. Da ist es halt gang und gäbe, und inzwischen gehört es auch zur polizeilichen Strategie, tatsächlich dort, wo ein hohes Demonstrationsaufkommen ist, tatsächlich die Leistung der Sendemasten runterzudrosseln oder komplett abzuschalten. Um einfach den Demonstranten untereinander die Kommunikation zu erschweren. Was mich dann als kleiner Exkurs dazu bringt, William, greifst du gerade bei hinter dich? Noch ein Punkt dazu, bei der Occupy-Bewegung, als sie angefangen hat in Berlin, gab es nämlich auch den Vorwurf, dass die Masten abgedreht hätten. Es gibt tatsächlich einen Weg, das zu testen, der ist total trivial. Der Notruf hat eine Prioritätsschaltung. Wenn der durchgeht, ist das Netz nur überlastet. Wenn der auch nicht mehr durchgeht, haben sie es abgeschaltet und geblockt. Das ist nämlich genau der Unterschied. So kann man es sehr einfach testen. Wenn der Notruf nicht mehr durchgekommen hat. Wenn der Notruf nicht mehr durchgekommen hat, ist ganz klar, das ist jetzt abgeschaltet. Ja, ist so. Ganz klar.
Wobei man beachten muss, dass im Fall eines Notrufs das Handy mehr Leistung zur Verfügung stellt, um auch einen weit entfernten Mast zu erreichen. Ich meine, die Dinger werden hardwaremäßig geblockt auf die Sendeleistung. Nein. Gut, aber es gab vor 2 Jahren ungefähr den Fall eines Wanderers in den Alpen, der eine Schlucht gestürzt ist, keinen Empfang hatte, aber hätte er Notruf abgesetzt, hätte er es versucht, hätte er ja auch Notruf absetzen können. Okay. Aber generell, wenn du Balken hast, kommst aber nicht raus mit dem Angebot, kann es entweder sein, dass es geblockt oder überlastet. Außerdem schwenkt er in dem Fall eines Notrufs auch auf andere Netze über. Ja, richtig. Ja, ja. Nur wenn ich die Dinge abschalte, dann schalten die alle ab. Also dann. es kommt drauf an, wenn du Occupy jetzt irgendwo in der Innenstadt sitzen hast, ist es relativ unwahrscheinlich, weil dadurch geht einem Netzprovider viel zu viel Einnahme verloren. Und wenn du jetzt hier Berlin Innenstadt einfach das Netz abschaltest. Also ich erinnere mich noch gut hier in Japan fest, in Düsseldorf, da ist auch das Handy jetzt komplett zusammengebrochen. Es war nicht mehr möglich, irgendwie rauszukommen. Und das ist auch völlig egal, in welchem Netz. Ich habe mein GPS-Router ist auf einem anderen Netz als mein Handy. Mhm. Und beide sind komplett zusammengebrochen. Das ist wiederum die Problematik. Eine Zelle hat hardwaretechnisch halt eine gewisse Anzahl an Leuten, die es schlucken kann. Und dass du die Regierung, die eine höhere Priorität hat mit ihren Handys, ja. Die kann andere Leute rausschmeißen und Notruf kann andere Leute rausschmeißen. Mhm. Die Frage ist, jetzt wollte ich jetzt eigentlich auch vorhin fragen, so wie ist das jetzt mit der Unabhängigkeit, mit der Autonomie jetzt? Die Router untereinander, sage ich mal jetzt, auf allen möglichen Kirchtürmen, die will jetzt mit Solarenergie funktionieren und dann könnte das niemand mehr abschalten. Und welche Plattform ist das, was dann die User kriegen? Also auch in der Art, wie habt ihr ja vorhin gesagt, arbeite ich dran, Betriebssystem davon. Dann hätte man, also wenn wir auf Kirchtürmen solche Router stehen hätten, hätte man ein Netz. Das wäre erstmal. Ja, aber ohne den Einzelnen, wenn der jetzt ausfällt, derjenige, der den Anschluss hat. Dann hat man ein Netz ohne Internet. Man hat aber ein zweites Netz. Ein Intranet quasi. Genau, richtig. Aber in Berlin hat man da zum Beispiel ein berlinweites Intranet. Ja, okay. Und sobald ich dann irgendwer sich bereit erklärt, in dieses Internet zum Beispiel einen Java-Server zu stellen, irgendwo in seiner Wohnung, ein kleines Kistchen in die Ecke, dann habe ich schon mal einen Java innerhalb von Berlin, das keiner abschalten kann. Ja, außer den Strom schalte ich den Strom ab. Gut. Ja, dann denkt man ganz einfach. Schon klar, aber es ist nicht schon klar. Aber, ja, also aber man kann in diesem Internet, was ich schon sagte, 4 verschiedene Dienste laufen lassen. Ja, man kann dann E-Mail-Server aufsetzen und alles Mögliche. Dann funktioniert das nur innerhalb dieses Intranets, dieses städteweiten Intranets. Und wenn da irgendjemand auf die Idee kommen sollte, das Internet abzustellen, funktioniert das trotzdem. Wenn jemand auf die Idee kommen sollte, jetzt spinnen wir mal das Ganze weiter, den Strom abzustellen. So arbeiten wir momentan so aus die Berliner zusammen und wir irgendwie an Möglichkeiten, das Ganze mit Solarzellen zu befeuern. Wir haben auf der Düsseldorfer Straßenfest, welches wir mit Freifunk versorgt haben wir Kontakt knüpfen können zu 2 Bürgersolaranlagenvereinen. Die in der Stadt ganz viele Solarzellen auf dem Dach haben, die das Ganze unglaublich spannend fanden. Und man kann dann sich natürlich das Ganze weiterdenken, ne? wo so eine Solarzelle so auch so ein Gerät, ne? und auf Dächern. Also das ist schon ganz interessant. Aber ich denke mal, ganz klein. Solarzellen klappt das schon. Also ich habe 152 Dauerleistung habe ich zu Hause easy. Auch. Das Problem ist der Winter in dem Fall, aber auch da gibt es Varianten eben. Da so habe ich jetzt keine Folie zu. Ich würde dann noch ganz kurz zu den Umweltschutzsachen kommen. Weil das ist also neben dem rechtlichen so der zweithäufigste Aspekt, wo man angesprochen wird, wenn irgendwie Grüne oder Linksalternative in der Nähe sind, ist ja, aber wie ist das denn mit der Strahlung? Ihr verbreitet damit ja WLAN-Strahlung, das ist ja böse. Würden mehr Leute Freifunk machen, hätte ich weniger Router. Ich wohne in Düsseldorf in einem 12-Parteien-Haus, nebenan ist ein 12-Parteien-Haus auf beiden Seiten. Wenn ich in meiner Wohnung den Laptop aufmache, sehe ich etwa 25 bis 30 WLANs, die da richtig schönen Störfunk gegeneinander machen, weil ja jeder sein eigenes hat. In dem Haus wohnen 3-4 Studenten und der Rest sind irgendwelche Rentner oder Familien mit Kindern. Und ich denke, also ich habe es bei mir tatsächlich mal gemacht und habe mal geguckt, wie viel Prozent meines Internets nutze ich. Ja, zu Stoßzeiten komme ich vielleicht mal dran, 10% der Leitung auszureizen, wenn ich einen Film gucke. Aber die meiste Zeit ist mein Internet brav. Ich nutze es nicht. Wenn ich jetzt in so einem Haushalt hingehen würde und würde sagen, die Mieter schmeißen zusammen,
Wir kaufen uns eine schöne dicke Internetleitung und stellen jede zweite Etage einen Freifunkrouter auf. Könnte ich die Leute ganz problemlos versorgen und hätte statt 20 Routern 3. Das heißt, ich würde im Endeffekt dadurch weniger Geräte brauchen, ich würde weniger Strom verbrauchen. Und das ist halt so ein Aspekt, den man auch nicht vergessen sollte. Je größer die Städte werden und je mehr elektronische Geräte es gibt, die auf WLAN-Standard funken. Irgendwann war es mal so, dass man hatte ein Gerät. Jetzt auf dem Parteitag in Offenbach wurde grob gezählt. Es waren 1200 Piraten mit etwa 1800 Geräten. Die versuchten ins WLAN zu kommen. Also die Geräte werden mehr und jeder hat in der Wohnung mehr und mehr Sachen stehen, die auch damit kommunizieren wollen. Und dann teilweise in WGs, ich hab's im Bekanntenkreis, da haben verschiedene WG-Teilnehmer ihren eigenen Router. Das halte ich für weitestgehende Schwachsinn, aber die Dinger gibt es ja quasi jedes Mal dazu. Da hat man ja genug von. Ja, du musst dann nach jeder Datei, die du ziehst, eine neue IP-Adresse beziehen. Das heißt, du störst für die anderen. Ja, das ist schon eine Frage. Ja, das ist jetzt für alle kostenlos, aber man weiß ja jetzt zum Beispiel, wenn die Nachfrage nach WLAN-Routern und Anschlüssen sinkt, ne, ist es ja nicht so, dass der Preis dann auch sinkt, sondern der Preis steigt. Backup-Internetleitungen. Die wollen ja selber. Backup-Internetleitung, falls eine gestört ist, oder ein Leiter. Dass du die Frage behältst, weil die ist wichtig. Und dann machen wir im Anschluss darauf, machen wir alle Fragen. Damit er erstmal den Vortrag durch sind, dann machen wir alles Fragediskussion und so, oder? Genau. Okay. Der Punkt mit der Bandbreite. Ich habe in Aachen ein Studentennetzwerk in einer Wohnanlage mit etwa 100 Parteien und ungefähr 135 Personen im Jahresschnitt betreut. Wir haben da per Kabel ein Netzwerk gezogen, hatten anschließend etwa 70 angeschlossene Geräte mit dazugehörig 50 Usern. Diese 50 User haben sich zwei DSL-Leitungen geteilt und es kam nie zu Bandbreitenproblemen. Das ist das Problem. Das mal als Beispiel. Das heißt, ich kann locker mit einem Anschluss 25 Leute beschäftigen. Das ist überhaupt kein Problem. Einfach mal 24 Parteien, da sind jetzt 24 Router, die werden da verkauft, die stehen da. So, nächstes Jahr haben wir noch zwei Leute Bedarf da. Schon klar. Also Freifunkt machen, ja. Um den Punkt geht es nicht. Wir verkaufen so wenig, wir erhöhen die Preise. Um den Punkt kann man sich, denke ich, sollte man sich Gedanken machen, wenn wir in Düsseldorf von 500.000 Einwohnern 50.000 Leute mit Freifunk versorgen. Weil dann fangen wir an, dass wir so 10% Markt haben und dann wird das, glaube ich, für die Telekom interessant. Vorher. Ja, dann sind wir wieder beim Web und der Übergang ins Kommerzielle. Okay, ist klar. Also vorher glaube ich einfach, ist das, was wir machen, nicht relevant für die großen Provider. Das war auch bei uns, wie gesagt, völlig interessant. Wir haben uns auch mal mitgelockt, in dem Sinne, wir kamen dann auch auf 200, 300 Gigabyte pro Monat, aber das war es dann auch schon. Das ist eigentlich Peanuts, wenn man es mal vergleicht mit dem, was eine Firma so üblicherweise an Daten überträgt. Ist das einfach nur lächerlich. Ja. Ja, hier ist nochmal so eine Übersicht. Ja, mache ich gleich in der Fragerunde. Okay. Hier ist nochmal eine Übersicht über unseren Verein, den wir gegründet haben, um gerade auch was die rechtlichen Aspekte angeht, einfach mal einen Ansprechpartner zu haben. Es gab in Düsseldorf vorher schon mindestens zwei Freifunkinitiativen, die irgendwie von 2004 bis 2009 existiert haben und zwischenzeitlich mal wieder aufgegeben haben, neu gegründet wurden. Und der Verein soll einerseits da so eine gewisse Kontinuität reinbringen, dass immer ein Ansprechpartner da ist, den man auch leicht findet, mit dem man in Kontakt kommen kann. Die andere Sache ist, dass man einen rechtlichen Ansprechpartner hat. Denn für so eine Kirche, die sind sehr verkrustet in ihren Strukturen. Wenn bei der Kirche ein großer schwarzer Mann mit Bart aufkommt und sagt, er würde gerne auf den Kirchturm klettern, um da was anzubringen, das ist nicht so gut. Das ist schwierig, die Kommunikation. Wenn da aber ein gemeinnütziger Verein auftaucht, der sagt, hier, wir sind gemeinnützig, wir sind vom Staat anerkannt, wir würden das gerne als unseren Beitrag zur Gesellschaft machen, ist deren Reaktion ganz anders. Dasselbe gilt für Jugendheime, irgendwelche alternativen Treffs. Immer ist es ganz praktisch, wenn man einen Ansprechpartner hat, der bereden kann, hier, das sind nicht irgendwie nur zwei Spinner, sondern da ist was hinter. Das ist so der Grund, weshalb wir den Verein haben wollen. Der zweite oder der dritte Punkt beim Verein ist, angenommen, es würde mal jemand verklagt werden, könnte auch der Verein eintreten und sagen, hier,
das ist unser Router, derjenige hat uns nur das Internet zur Verfügung gestellt und wir haben es dann der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt. Bitte sprech ab jetzt mit uns, beziehungsweise unserem Anwalt und lass den User in Ruhe. Denn der Verein als sich ist halt eine juristische Person, kann verklagt und haftbar gemacht werden. Und das ist halt auch genau dieser Gedanke gewesen hinter dieser Gründung des Vereins, um einfach diese rechtliche Last, die es halt noch gibt, einfach von den Leuten zu nehmen und das auf den Verein umzuwälzen. Das war so einer der Gedanken. Das ist zum Beispiel auch das, was wir jetzt auch schon einem Jugendheim mal angeboten haben. Dann haben wir gesagt, wir stellen den Router auf, der Router bleibt in unserem Besitz. Wir sind der Ansprechpartner, wenn es irgendwie Beschwerden gibt, dann wir betreiben das im Endeffekt für euch und sind aber für alles ein bisschen der Prellbock. Und deshalb haben wir den Verein gegründet und wollen den auch weiterführen. Die nächste große Mitgliederversammlung kommt zwei, drei Seiten vor, bevor ihn weiter, wenn sie kommt. Ja, und da stehen auch nochmal so die Beiträge. Ja, machen wir mal zurück. Ich muss so ein bisschen Vereinswerbung machen. Mach das. Wie gesagt, es gab immer wieder Leute, die sich zusammengesetzt haben im Laufe der letzten 10 Jahre und gesagt haben, hey, Freifunk finden wir toll, und das Ganze verlief sich innerhalb der Monate wieder, weil es waren halt immer nur dieselben Leute, und wenn ein oder zwei Leute den Spaß dran verloren haben, dann war halt wieder alles bei Null. Und diese Erfahrung hatten nicht nur die Düsseldorfer Freifunker, die sich, glaube ich, inzwischen 3 oder 4 Mal irgendwie mal neu konstituiert haben, sondern auch die Freifunker in Neuss, die Freifunker in anderen Städten Deutschlands. Immer wieder ist das Ganze wieder eingeschlafen. Und dieser Verein, also zum einen hat dieser rechtliche Aspekt, zum anderen wollten wir einfach eine Art Dachverband, eine Überorganisation für die Freifunker in der Region machen. Einfach den Leuten ein Dach zu geben, unter das sie sich stellen können, um auch untereinander irgendwie unter den einzelnen Städten den Wissensaustausch anzukurbeln. Die Leute gegenseitig irgendwie zueinander bringen, sich auszutauschen und gemeinsam das Ganze fortentwickeln. Und ich muss sagen, seitdem wir den Verein haben, also offiziell anerkannt seit Juni, aber schon, ich glaube, ein Jahr lang haben wir vorher rumgewerkelt mit Satzung schreiben und hast nicht gesehen, Finanzamtwald und Notar besuchen und so weiter und so weiter. In all dieser Zeit ist der Verein gewachsen und nicht geschrumpft. Und das gibt uns eigentlich recht, diesen Weg, den wir da eingegangen sind. Ne? Und es gibt halt inzwischen lokale Gruppen, die sich dem Freifunk Rheinland angeschlossen haben, in Düsseldorf, in Neuss, in Wuppertal und in Solingen. Ich hoffe auch so ein bisschen, dass wir vielleicht auch irgendwie so einen Grundstein legen können, dass hier halt in Krefeld sich Leute, die Lust daran haben, irgendwie da ein bisschen was zu lernen und das Ganze vielleicht mal auch aufzubauen, sich dann auch hier zusammensetzen und eventuell auch eine sogenannte Freifunkzelle Krefeld werden. Ja, das wäre halt schön, wenn sowas möglich wäre. Diese Freifunkzellen vor Ort sind halt absolut unabhängig. Es ist mit keinerlei Pflichten verbunden oder sonst irgendetwas. Man bekommt halt auf www.freifunkrheinland.net bekommt man einen Eintrag, bekommt eine eigene Seite, die man dann selber gestalten kann, bekommt die Möglichkeiten, die Termine in den zentralen Terminkalender einzupflegen, bekommt, wenn man es braucht, wenn jetzt auf einmal so eine Kirche zugänglich wird und man darf hoch, bekommt man vom Verein, sofern etwas im Vereinsbestand da ist, halt entsprechende Geräte und Hardware oder finanzielle Hilfe, das Ganze aufzubauen, so bekommt man quasi Hilfe. Ist nicht teuer, der volle Beitrag sind 5 Euro im Monat, der verminderte 1 Euro. Wir haben momentan um die 25 Mitglieder, glaube ich, so rum. Also ist noch alles recht in den Kinderschuhen. Aber wie gesagt, wenn Interesse besteht, würden wir uns sehr freuen, wenn wir halt quasi so den Freifunk Rheinland vergrößern würden. Dann sowas? Das ist gemeinnützig. Ja. Bitte? Wir sind gemeinnützig. Genau. Das ist ein Vorteil. Das ist ein Vorteil. Ja, klar. Das ist vor allen Dingen auch für die Mitglieder. Ich fand, es war erstaunlich leicht. Ja, für die Mitglieder ist das auch ein Vorteil, genau, weil Spenden dadurch natürlich auch absetzbarer werden. Und Mitgliedsbeiträge. Genau. Mhm. Vielleicht noch etwas zum Hinweis: Rheinland ist hier in den Grenzen zu Zeiten Napoleons gemeint.
Das heißt von Preußen bis München und Mecklenburg war auch noch mit dazu. Aber nicht die Schielsieg, ja. Doch, wir nehmen die größte Ausdehnung, die das Rheinland hatte. Das geht bis ins tiefste Rheinland-Pfalz. Um einfach nur sicher zu sein, dass wir, wenn irgendwer sagt, hier, ich bräuchte da mal Hilfe, ich würde gerne runter aufschauen, dass wir sagen können, ja, das deckt sich noch mit unserer Satzung. Das Rheinland sehr groß definiert. Überall, wo Rhein jemals ist, war oder sein könnte. Das Interessante ist auch, der Freifunk Rheinland ist auch der erste eingetragene und gemeinnützige Verein hier in Westdeutschland, den es gibt. Es gibt zwar die Berliner, es gibt die Potsdamer, es gibt die Leipziger, die Dresdner, aber hier gab es noch nichts. Ne? Und wir haben gedacht, wir machen das nicht nur für eine Stadt, sondern wirklich als Dachverband, ja, für die ganze Region. Und ja, das läuft, das funktioniert im Rheinland hier. Auch wenn es ein bisschen größer ist. Auch wenn es ein bisschen größer ist. Ne? Also die Wuppertaler und Solinger sind eigentlich auch, heute nennt man das ja das Bergische Land, ja, aber die gehören ja, also mit dazu. Ja, die kriegen wir ja wieder rein. Die gehören dazu. Was wir halt noch gerne machen würden, fehlt auch als Grund, weshalb wir gesagt haben, wir machen zu groß. Wir würden zum Beispiel auch gerne mal ein länderübergreifendes Freifunknetz anfangen. Das heißt, falls jemand Kontakte hat, die relativ kurz hinter der holländischen Grenze wohnen. Ja. Meinst du, Aachen, Einstraße holländisch, die anderen deutsch? Zum Beispiel sowas wäre natürlich ein Traum für uns, weil wir dann auch sagen könnten, hey, wir machen das doch grenzübergreifend. Und es wäre garantiert auch viel lustiger, das Ganze dann rechtlich noch abzuklären. Ja. Das sollte bei Venlo gehen, das sollte bei gerade völlig problemlos gehen. Herzograd und so weiter. Ja. Noch eine weitere wichtige und interessante Sache zu dem Verein. Wir werden ab dem nächsten Jahr auch damit anfangen, einen Teil der eingenommenen Mitgliedsbeiträge und Spenden auf eine quasi beiseite zu schieben für die Kriegskasse. Das heißt, wenn irgendjemand mal auf die Idee kommen sollte, irgendjemand von uns zu verklagen, rechtlich zu belangen, ist das quasi die Solidaritätskasse, wie auch immer. Ja, die Kriegskasse trifft es ganz gut, um halt entsprechend rechtlich finanziell abgesichert zu sein. Es gibt weiterhin den auch gemeinnützigen Verein Freifunkstadt Angst, ist in Berlin angesiedelt. Es ist ein relativ kleiner Verein, besteht aber größtenteils aus Juristen und Freifunksympathisanten. Dieser Verein sammelt seit 2 Jahren nur Geld für diesen Ernstfall. Ne? Weil man will endlich, ja, die Berliner warten da nur, dass irgendjemand auf die Idee kommt, die quasi mal so richtig schön vors Gericht zu zerren, durch sämtliche Instanzen, um da mal tatsächlich ein etwas Eindeutiges haben und nicht immer dieses rechtliche Hin und Her oder diesen Graubereich, sondern schwarz auf weiß, und darauf bereitet man sich vor, und da möchten wir auch einen Beitrag dazu leisten als Verein. Und machen das quasi auch, und dann entsprechend, wenn sowas sein sollte, ist man auch mit Berlin und inzwischen jetzt auch sehr eng mit Jena in Kontakt, um da halt entsprechend Maßnahmen einzuleiten und auch das Ganze finanziell unterstützen zu können. Ne? Das ist halt auch so ein Vereinsding, was der Verein sich dann auf die Fahnen geschrieben hat. Ansonsten ist so ein Vereinsleben total lustig. Wir machen im Sommer immer unser Freifunkgrillen am Rhein. Auf den Düsseldorf-Neusser Rheinwiesen, wer schon mal da war, weiß, das ist ein ziemliches weites Feld. Ja, und man kann da ziemlich weit gucken. Und dann ist es interessant. Mal ein schön 70 Meter, also haben wir einen Zigarettenautomaten? Ja, haben wir. Hier durchkommen. Hier, momentan kommt zu uns, geht da. Komm. Boah, wenn du vorbei bist, einmal bitte schon da unterschreiben mit dem Namen. Die haben wir auch der Eins hier. Ich muss gucken, glaube ich nicht rein. Und Eintritt verlangen wir. Okay. Also Freifunkgrillen ist toll, weil das Freifunkgrillen, da machen wir immer... Das hast du schon erledigt. Entschuldigung, die Störung nochmals. Ich bin sofort wieder mit. Genau. Schönen Dank noch. Wir basteln immer so im Winter und so, wenn die Tage kürzer und die Nächte länger werden, wird immer viel gebastelt in Düsseldorf und in Neuss und im Nordeingang und im Chaosdorf. Das sind so die Hackerspaces und die Bastelgruppenorte. Und da werden immer diverse Antennen selbst gebastelt und man macht sich aus Überraschungseiern und CD-Spindeln und Styropor und so baut man sich irgendwelche Antennenkonstruktionen. Und dann beim Freifunkgrillen treffen sich dann all diese Freifunker aus der ganzen Gegend.
und testen dann diese Antennen auf einer ganz großen Fläche und funken dann quasi über Kilometer hinweg mit irgendwelchen Überraschungseiern gespickt mit Kupfernägeln. Was dann sehr lustig zum Teil aussieht, aber auch zum Teil überraschende Ergebnisse liefert. Denn kommt ihr überhaupt mal an die Schnitzel an, bevor es kalt ist? Doch, kommt mal. Also wenn die Tests vorbei sind, dann kommt das Fleisch auf den Grill. Also ich glaube, dass mit dem Grill, Fleisch und Bier war beim letzten Mal das kleinste Problem, das war für alle da. Genau. Ja, also da wird auch viel, viel getan seitens des Vereins, dass die Leute immer wieder mal zusammentreffen, aufeinandertreffen, um in Kontakt zu bleiben, damit es nicht einschläft. Ja, wie es schon mal war. Okay. Dann machen wir weiter. Links. Quellen, die habt ihr bitte alle bis zum nächsten Mal auswendig gelernt. Natürlich. Selbstverständlich. Ja, also Freifunk.net, da findet man ganz viele Informationen. Also das Freifunk Rheinland, die zentrale Seite vom Freifunkverein. Und dann gibt es die Freifunk Düsseldorf, also quasi von der Freifunkzelle aus Düsseldorf, die haben auch eine eigene Webseite. Und ich glaube, du, Christoph, hast du für Krefeld? Ja, freifunk-krefeld.de. Freifunk-krefeld, ne, gibt es auch, das kann man auch da einführen. Es tut sich was. Okay, nochmal weiter. Ah, da ist es. Danke fürs Zuhören. Viel Spaß bei den Fragen. Wir machen jetzt gleich angekündigt diese Fragerunde. Wir werden vielleicht versuchen werden, alle Fragen zu beantworten. Noch ein paar Termine für euch. Ja, am 13.01. findet dieser Vortrag, allerdings vielleicht etwas technischer, im Chaosdorf Düsseldorf. Das ist also die lokale Gruppe des Chaos Computer Club in Düsseldorf. Am 22.01. ist die Jahresmitgliederversammlung des Freifunk Rheinland e.V. Ja, als deutscher Verein ist man auch gewissen Pflichten unterlegen und muss immer Mitgliederversammlungen machen, einmal im Jahr. So was machen wir dann. Da werden einige Sachen, glaube ich, abgestimmt und beschlossen, wie zum Beispiel dieser Kriegsfonds. Sonstige Sachen. Ansonsten ist es auch einfach eine zusätzliche Möglichkeit, um sich gegenseitig auszutauschen, miteinander in Kontakt zu kommen. Darf man da als Gast hinkommen? Da natürlich darf man als Gast hinkommen. Einen Tag später ist das erste Arbeitstreffen in den Räumlichkeiten des Chaosdorf in Düsseldorf. Die haben neue Räume mit viel Raum. Da wird dann halt ganz gezielt an Problemen in diesem Betriebssystem gebaut. Ja. Das ist ein Arbeitstreffen, ansonsten gibt es in Wuppertal noch einen Freifunkstammtisch und in Düsseldorf, glaube ich, auch nochmal ein. Und in Neuss werden wir im Januar noch einen Hardware-Workshop machen, wo dann Interessierten die Möglichkeit gegeben wird oder Hilfestellung gegeben wird, dabei so einen Router quasi freifunkfähig zu machen, ihn zu konfigurieren, ihn mal aufzuschrauben, reinzugucken, was ist denn da so drin, wie komme ich da drauf, wie funktioniert das? Das ist ein Hardware-Workshop. Wie gebe ich dem gegen mehr Arbeitsspeicher, falls mehr drauf laufen soll, solche. Genau, ne? Also ich kann, man kann unglaublich viel basteln mit solchen Geschichten. Also ich kann in dieses Gerät auch noch so einen SD-Kartenleser einlöten, ich kann diverse Sachen da mit einer USB-Schnittstelle und alles Mögliche, wo ich dann alles Mögliche anschließen kann. Also der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, es macht unglaublich viel Spaß. Berliner Freifunker sagte mal, Freifunk ist sowas wie Modelleisenbahn nur für Nerds. Ja, man bastelt rum, man programmiert, man klettert auf Dächern rum, man ist also echt mal unglaublich viel Spaß. Es gibt viele Leute im Verein, die haben alle irgendwie einen anderen Interessenschwerpunkt. Die einen programmieren gerne, die anderen machen eher lieber hier so Koffer, so wie der Martin jetzt noch gleich sagen wird, weil er wahrscheinlich was zu Wendland sagt. Genau. Unglaublich spannend und wirklich facettenreiches Hobby, dieses Freifunk, kann ich nur jedem empfehlen. Okay, ansonsten sind wir auf Twitter und Identica unter FF Rhein und ja, freifunkrheinland.net, das wäre so die Internetadresse. Okay, soweit von mir, jetzt gebe ich nochmal an Martin. Das hier ist einfach mal so ein Beispiel, da hat der Will ein bisschen dran rumgebaut. Wir wurden letztes Jahr auf dem Zack-Straßenfest in Düsseldorf gefragt, wie es denn wäre mit so internen Kommunikationen über Freifunk, wenn man jetzt irgendwo im Feld ist und kein Handynetz hat, was man denn da machen könnte. Und daraus hat sich das Ganze entwickelt, die Idee, einfach einen Router mit einer Autobatterie zusammenzupacken, beziehungsweise in diesem Fall so eine kleine Motorradbatterie, und damit dann... Also hier ist jetzt noch, William hat das Ganze in der elektrotechnisch Overkill-Variante gemacht mit Festplatte.
Nee, ist kein Festplatte, das ist ein Wechselrichter. man kann auch eine Festplatte reintun oder einen USB-Stick oder irgendwie. Ich habe zusätzlich noch einen Wechselrichter und kann dann 22 Volt machen. Der Gedanke kam mir bei so Testinstallationen, wie ich will da dran noch einen anderen Router machen, eine Richtfunkstrecke. Und da brauche ich hier so ein Netzteil rumzubasteln, weil der braucht 5 Volt, der braucht 9 Volt, der braucht Wechselspannung. Ich habe jetzt einfach einen 22 Volt Anschluss und da kann ich jedes Netzteil einfach einstecken, das läuft. Oder ich kann nur sogar irgendwas löten im Feld. Die Überlegung ist zum Beispiel, wenn man denn jetzt irgendwie so auf den Reihen wechselt, zwei verschiedene Seiten grillt oder bei irgendwelchen Demonstrationen im freien Feld ist und ich habe kein Handynetz. Diese wundervollen Smartphones, die heutzutage so schrecklich viele Leute mit sich rumtragen, können alle Mumble. Ich weiß nicht, ist Mumble ein Begriff? Ja. Ist ein Sprachchat, der auf Linux läuft, der frei ist und den kann man, hat den Vorteil im Vergleich zum Telefon, ich kann nicht immer nur mit zwei Personen können miteinander reden, sondern es können beliebig viele Personen gleichzeitig miteinander reden. Habe ich nichts gefunden. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt zwei solche Koffer mit Vegan habe, ja, die sehen sich mal auf freiem Feld über locker Kilometer. Und das heißt, alle, die in dieser Reichweite mit ihrem Telefon sind und da sich darauf einloggen können, können dann, sobald da drin ein Mumble-Server läuft, darüber miteinander reden. Das ist so für eine Vernetzung ganz praktisch, was man halt so in dieser Weise machen kann. Eine andere Anwendung, die nicht ganz so sehr experimentell ist, sondern was ich eine schöne Sache fände, wäre zum Beispiel über Freifunk auch mal Altenheime zu vernetzen. Das wäre was, wo ich angenommen, wir würden mal einen Betreiber eines Altenheims finden, der Lust auf das Ganze hätte. Verschiedene Altenheime in derselben Stadt alle über Freifunk anzubinden und darüber einen Videochat laufen zu lassen. Wäre für Leute, die nicht mehr, die von selber nicht mehr zum Kaffeetrinken runtergehen können in die Cafeteria oder die vielleicht Freunde haben, die in einem anderen Altenheim wohnen. Und wo es tierisch viel Arbeit ist, dass man sich einmal im Monat gemeinsam irgendwo treffen kann. Die könnten inzwischen über Technik miteinander sich jeden Tag unterhalten, wenn diese Technik denn zu diesen Leuten gebracht werden würde. Das ist momentan, so sehe ich, einer der großen Knackpunkte. Wir haben auf der einen Seite die technisch Versierten, die das alles wunderbar nutzen und verstehen. Und auf der anderen Seite haben wir die, die diese Technik ganz dringend bräuchten. Und da sehe ich auch den Verein als Mithörer, dass wir hingehen und den Leuten erklären, was kann man alles darin betreiben, wie kann ich es betreiben, wie kann ich es eventuell für andere vereinfachen. Das ist halt auch sowas, wo wir auch noch dran hakeln im Moment ein bisschen, dass Freifunk für denjenigen, der in der Lage ist, sich sein Betriebssystem selber zusammenzubasteln, seinen Rechner komplett selber zu installieren, für solche Leute ist Freifunk kein großes Problem. Das Problem sind die Leute, die einen fertigen Windows-Rechner zu Hause stehen haben, den in die Steckdose stecken und gut ist. Denen kann ich nicht sagen, ja, ihr müsst dann nur ganz kurz noch auf der Platine zwei Stellen zusammenhören und dann könnt ihr das schon frech. Ja, nein. Da müssen wir halt auch als diejenigen, die es können, hingehen und das den Leuten beibringen. Ganz. Da wird nichts, dann ist die Garantie weg. Das machen die nicht. Inzwischen wird es häufig gemacht, man muss sich nur anschauen, wie viele Leute ihre Playstations umgebaut haben, obwohl da die Garantie weg ist. Aber wenn der Geist. Das sind keine Altersheimbewohner. Ja, aber trotzdem, es lässt sich ausweiten. Ich erinnere mich daran, dass diese AMD-Generation rauskam, die mit dem Dremel bearbeitet hat, um das Ding overclocken zu können. Und plötzlich haben die Leute so reihenweise Dinge gekauft und Dremels waren kaum noch zu kriegen. Was ist los? Ja. Ein anderer Aspekt, der zwischendurch gesagt wurde, wo ich nochmal darauf hinweisen möchte, ist, diese Netze sind alle offen und unverschlüsselt. Das heißt, jeder, der ein solches Netz benutzt, hat sich gefällt, selber um seine Verschlüsselung zu kümmern. Das ist, ich weiß nicht, es gab da Gerüchte halber aktuell in Berlin auch so eine Geschichte bei den Piraten, wo das auch mit reingespielt hat und auch die Bundesparteitag zu tun hatte. Ja. Wenn jemand in einem solchen Netz sein Facebook unverschlüsselt benutzt, seinen Webmaker unverschlüsselt benutzt, dann ist das für jeden, der es kann und der in diesem Netz mit drin hängt, einsehbar. Das ist wunderbar offen auslesbar. Das heißt, es gehört auch dazu, wenn ich Leuten so einen Freifunk zur Verfügung stelle, denen klar zu machen, wenn ihr das nutzt, bitte verschlüsselt, bitte macht HTTPS. Wenn ihr irgendwas Sensitives macht, müsst ihr halt vielleicht ein VPN nehmen oder so. Dass man nicht über jedes x-beliebige Freifunknetz seine komplette Kommunikation einfach so macht.
Das wäre auch eine Sache, gerade für Leute, die sowas aufstellen. Wir weisen zwar auf dieser ersten Seite, die man bekommt, darauf hin, aber dass man das auch auf Freifunktreffen wirklich nochmal thematisiert, hier, oder auch mal, können wir auch nochmal nachdenken, sowas mal anbietet, mal so einen kleinen Crashkurs, wie verschlüssel ich meine Sachen. Hat weniger damit zu tun, dass es aktuell ausgenutzt wird, sondern eher damit, dass es ausgenutzt werden könnte und dass es nur fair ist, von uns die Leute darauf hinzuweisen. Ja, das wäre es, glaube ich, von meiner Seite so zum Vortrag. Dann können wir jetzt eigentlich zu den Fragen übergehen.